Was passiert, wenn man diese Metallkugel bis zu 1000 Grad mit Gasbrenner erhitzt und dann auf die Feuerzeuge legt? Hallo Leute und willkommen bei Timon. Ich habe hier normale Feuerzeuge und ein paar Riesenfeuerzeuge, Leute. So ein Riesenfeuerzeug kostet wie 5 kleine. Ich hoffe, die machen richtig Rums, wenn ich die glühende Metallkugel drauflege. Los geht's, Leute! So, wir sind jetzt draußen. Ich habe die Feuerzeuge zusammengeklebt und bin bereit, die Kugel draufzulegen. Was glaubt ihr, Leute? Werden sich die Feuerzeuge entzünden? Schreibt in die Kommentare. Lasst uns die Gasbrenner zünden, Leute. Draußen ist es sehr kalt und man braucht mehr Zeit, um die Kugeln zum Glühen zu bringen. So, der ist soweit. Vorsichtig legen wir den drauf. Oh Mann, da ist nichts passiert, Leute. Ich dachte, die werden sich gleich entzünden. Die kleinen Explosionen haben mich erschreckt. Schaut, die Feuerzeuge haben sich nicht mal entzündet. Die rauchen nur. Lasst uns mal die selbst einzünden. Mann, es gab keine Explosion. Lasst uns weitermachen, Leute. Das hat die Kugel mit den Kleinen angestellt. Die sind eindeutig nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt sind die Riesen dran, Leute. Vorsichtig legen wir die Kugel drauf. Cool, die haben sich gleich entzündet. Wir haben nicht einmal die Wunderkerze gebraucht, die wir unten drunter hingelegt haben. Die hat sich aber auch entzündet. Schaut, die Kugel ist runtergefallen. Die hat die Feuerzeuge komplett zerstört. Wir löschen das jetzt natürlich. Das war jetzt richtig cool, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Danke an alle, die mich unterstützen. Die Videos sind von unserem Hauptkanal, der in Russland bereits 1,5 Millionen Abonnenten hat, Leute. Abonniert, Leute, weil ich habe viele absolut geniale Videos für euch. Bis bald, Leute.